Wie ist der Koran entstanden? Darum geht es heute in diesem Video. Und zu diesem Zweck möchte ich zunächst einmal etwas tun, was ich in nur wenigen Videos tue. Ich werde eine Passage aus der Bibel vorlesen, nämlich wie der Teufel Jesus versucht hat. Das steht mehrfach in der Bibel und ich lese vor aus dem ersten Evangelium, Matthäus, Kapitel 4. Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt vor seinem Dienstantritt und dort hat er 40 Tage gefastet. Und am Ende dieser Fastenperiode meinte der Teufel, Jesus sei nun geschwächt und er könnte ihn verführen. Diese Begebenheit schildert Matthäus wie folgt. Das ist die Schlachterübersetzung, die man auch online lesen kann. Matthäus 4, Abvers 3. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber, Jesus, antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Die heilige Stadt, das ist natürlich nicht Mekka, das ist Jerusalem. Und der Teufel nimmt ihn mit nach Jerusalem und stellt ihn auf die Zinne des jüdischen Tempels. Der stand damals noch. 40 Jahre würde der noch stehen, bevor ihn die Römer niederrissen. Also der Teufel nimmt Jesus mit in die heilige Stadt nach Jerusalem, stellt ihn auf die Zinne des jüdischen Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jetzt kommt die dritte, letzte Versuchung. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Darauf verließ ihn der Teufel, denn wenn Jesus sagt, weiche, Satan, dann weicht Satan. Das ist übrigens auch heute noch so. Aber in diesem Video geht es nicht darum, wie man von Dämonen befreit wird, sondern in diesem Video geht es darum, wie der Koran entstanden ist. Wir haben hier jetzt gerade die drei Versuchungen von Jesus durch den Teufel zu Beginn seines Dienstes, unmittelbar nach seiner Taufe gehört, als er in der Wüste war und gefastet hatte, 40 Tage lang. Und in der zweiten Versuchung zitiert der Teufel ein Wort aus den Psalmen, aus Psalm 91, wo es heißt: Er wird seinen Engeln befehlen, sodass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Der Teufel zitiert Gottes Wort, die Bibel. Was lernen wir daraus? Der Teufel, hat Paulus geschrieben, verkleidet sich als Engel des Lichts. Gerade haben wir gehört, der Teufel zitiert die Bibel. Wie also können wir den Teufel erkennen? Mohammed hat einen Fehler gemacht. Der Teufel hat es sich als Gabriel, als Engel Gabriel verkleidet und hat ihm den Koran genannt, den er dann hat aufschreiben lassen. Mohammed zu seiner Zeit hätte diesen Fehler nicht machen müssen, denn zu seiner Zeit
gab es bereits das Neue Testament seit Jahrhunderten. Was ich gerade vorgelesen habe, hätte Mohammed wissen können, dass der Teufel, wie Paulus schreibt, sich als Engel verkleidet. Mohammed hat einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Der Koran wurde vom Teufel, verkleidet als Engel Gabriel, dem Mohammed diktiert. Und so entstand der Koran und viele Millionen Menschen, hunderte Millionen Menschen, es ist inzwischen eine Milliardenzahl, folgt dieser diabolischen, also dieser teuflischen Lehre. Sie gehen auf dem Weg des Verderbens, weil sie das nicht annehmen können für sich, was Jesus getan hat. Jesus ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Du kommst mit Sünden nicht in das Paradies. Wenn du der Lehre Mohammeds folgst, wirst du nicht frei von deinen Sünden. Denn deine Sünden kannst du allein an das Kreuz, an Jesus Christus abgeben. Das geschieht, indem du Jesus Christus, Gottes Sohn, als deinen Herrn und Retter annimmst. Wenn du das tust, wenn du in einer freien, echten Herzensentscheidung Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst, dann erhältst du nicht nur Sündenvergebung, dann wird nicht nur das Negative getilgt, sondern du erhältst das Positive, du erhältst den Geist Gottes, du erhältst den Heiligen Geist. Wer Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt, erhält den Heiligen Geist, denn dieser Geist ist das Herrsein, die Führung Gottes, das Herrsein von Jesus Christus im Leben dieses Menschen fortan. Wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter annimmst, erhältst du den Heiligen Geist und wirst dem Heiligen Geist durch den Rest deiner Zeit geführt und dann kannst du Gottes Willen von den Verführungen des Teufels unterscheiden und du wirst den Koran beiseite tun. Du wirst das Neue Testament und die Bibel insgesamt lesen, denn sie ist Gottes Wort. Die Bibel, Gottes Wort, ist Licht, das in die Finsternis scheint. Das ist der Grund, warum Imame nicht möchten, dass Muslime das Neue Testament lesen. Denn das Neue Testament ist Licht von Gott. Es ist Wort Gottes. Und wenn dieses Licht auf den Koran scheint, dann wird die Finsternis des Korans deutlich, seine diabolische Wesensart, die Verführung der Menschen weg von Gott, die wird deutlich. Und deshalb hindern Imame, die Muslime daran, das Neue Testament zu lesen. Du kannst das Neue Testament im Internet lesen. Schlachterbibel.de ist eine gute Internetressource. Beginn mit dem Evangelium des Johannes. Lies danach das ganze Neue Testament, in dem das Evangelium des Johannes steht. Und danach lies die ganze Bibel, in der das Neue Testament ganz zum Schluss steht. Danach bist du weiter. Danach kennst du den Willen Gottes. Danach werden dir die gröbsten Fehler nicht mehr passieren, aber was du eigentlich brauchst, ist den Heiligen Geist. Und den bekommst du nur, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst. Erst dann erhältst du kontinuierliche Erkenntnis von Gott, was Gottes Willen entspricht und was nicht. Wenn Jesus dein Herr und Retter ist, erhältst du den Heiligen Geist, er ist die Führung durch den Rest deiner Zeit, fruchtbar, je nach dem Maß, wie du die Gaben, die er für dich hat, annimmst und umsetzt. Am Ende deiner Lebenszeit gehst du durch die Wand des Todes in das Totenreich, hast dort die Totenruhe. Und am Ende des Totenreiches findet die Auferstehung der Toten statt. Dann gehen diese Auferstandenen in das Endgericht vor Gott. Und wer in seiner Zeit Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hatte, der geht durch dieses Endgericht hindurch, der ist gewissermaßen markiert. Mit dem Heiligen Geist ist er markiert. Und Gott wird sehen, an diesem Menschen ist nichts zu richten, seine Sünden hängen am Kreuz und er wird hindurchgewunken. Gott wird ihn hindurchwinken durch das Gericht in das Paradies. Das ist
der Weg des Christen, der Jesus Christus als seinen Herrn und Retter angenommen hat, der die Sünden ans Kreuz abgegeben hat, der den Heiligen Geist empfangen hat, der gerettet ist. Ich möchte dich wiedersehen im Paradies. Dazu brauchst du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter. Und er wird dir die Bibel, Gottes Wort, aufschließen und er wird dir den Koran zuklappen, sodass du ihn wegtust. Tue den Koran weg, lies Gottes Wort, die Bibel, das Neue Testament. Gottes Segen. Amen.